Guten Tag, hier spricht euer Peter Game und wir spielen weiter die Frauenfußball-WM im Viertelfinale gegen die USA und los geht's. Ich mag schon, was man die hinkriegen, ob man die gegen die Amerikaner eine Chance haben und los geht's. Gleich wie in der nächsten Letzten. Heute Zeit, das machen wir durch, lassen wir. Wir wohnen hier in Amerika, im Century Link Field in Amerika. Die Mann, spannende Spiele. Schaffen wir die Zeiten an, Leute? Werden wir gleich sehen, Leute. Ja, die, Han Solo ist nicht im Tor, okay. Komisch, die Nummer 2 von Amerika ist im Tor. Natürlich unser super Team Deutschland. Aber wir sind hier nachteilig, hier in Amerika. Boom. Ah, die zwei unser Superspieler. So, Deutschland hat gleich anstoßen. Entschuldigung. Jetzt wird erstmal ruhig aufgebaut, Leute. Wir wissen, die wir sehen hier. Hier ein bisschen nicht ein Vorteil, kein Vorteil. Die Amerikaner haben hier Vorteil. Erstmal das super Stadion hier, aber Deutschland hat ja auch ein super Stadion. Oh Mann, das war knapp von unserem Marochan. Die erste gute Chance von einem deutschen Spielerin, Marochan. Mit der Nummer 10. Schmidt, flankt in die Mitte oder laufen wir rein? Ja, die laufen wir rein. Ja, ist ja nicht so. Oh, Alter, was denn da passiert? Das ist eine Pistole in Deutschland. Oh, die die Deutsche. Ah, gut. Deutschland hat das Team gefunden. Ja, Druck. Wenn wir die Amerikaner Druck machen, dann vertenden sie den Schiedsrichter. Was war denn das jetzt mal? Das war doch gar nichts, war nur eine Schwalbe, Leute. Eine Schwalbe. Oh man, hier in Amerika ist natürlich am Frauenfußball sauber beliebt, mehr als das amerikanische Fußball, was der Schocker heißt, ja, mit Fußball, mit der Ei, im Ei. Oh man, den Anger klopft alles ab. Ah, okay, ein Eckball ist es.
Cody und das Sascha. Was war das? Abseits oder? Abseits, ah Mist. Ist abseits gelaufen, Aber Deutsche spielen sau gut. Haben schon gute Torchance gehabt. Oh Mann, das war nicht gut. Das ist aber eine gute Chance für die Amerikaner. Die USA werden angefeuert wie eine Weltmeister. Und Neuputz, ja der... Alter, manchmal fragen die Schüsse ein bisschen komisch. Wenn man so schwach schießt, hat man Probleme, wenn man so stark schießt. Aber Amerika macht ja Seitenwechsel immer. Und wieder Seitenwechsel. Alter, die Schüsse sind so bescheuert, Alter. Oh, Alter, das war... Oh, Mann, das war ein Fehler. Oh Mann, die Amerikaner kriegen schon gut Druck von den Deutschen, das ist schon gut. Viel Druck ist immer gut. Sau viel Druck zu machen. Oh Mann, ja. Und wieder. Deutschland hat mehr, macht, oh, Amerika macht gut viel Pässe. Lauterma. Oh Mann, wie dann nur Glück für die Amerikaner. Die Amerikaner spielen dominierendes Spiel, aber die Deutschen haben die bessere Torschance. Haben die besseren Torschancen. Bei den Deutschen müssen sie mit nur rein machen, dann wäre hier das Spiel viel anders gelaufen. Dann wäre das Spiel auch ganz anders dahin laufen. Aber die Deutschen kontrollieren die Abwehr, die Amerikaner kommen noch nicht in den Strafraum. Weil die Deutschen einfach schneller. Ja, Deutschland für Guarujan macht Tor, ja, oh Mann. Deutschland führt somit jetzt schwer für die Amerikaner hier, Leute.
Sascha. Oh, jetzt können die Deutsche sich ein bisschen auschen, brauchen die, aber die drücken weiter nach vorne. Die wissen natürlich. Ein Sieg und dann sind sie im Halbfinale. Brasilien ist weiter. Brasilien, Frankreich. Okay. Auswechseln tun wir noch keine. Die Amerikaner tun aber natürlich wieder wechseln. Sie müssen wechseln, weil sie brauchen frisches Wind im Angriff und im Mittelfeld und überall. Und das Spiel hier noch für ihre Künste. Und dann sind wir im Halbfinale, Leute. Noch eine Halbzeit und dann sind wir im Halbfinale von der Weltmeisterschaft. Jetzt wird erstmal langsam wieder aufgebaut, erstmal ruhig wieder gespielt. Und jetzt wird wieder in die Mitte gegangen. Oh, gut. Alter, wenn der durchkommen wäre, wäre hier eine gute Torchance gewesen für Sasis. Hier geht's wirklich spannend zu Deutschen. Sascha greift wieder an. Die Fans von den Amerikanern geben aber nicht auf. Wow, yeah. Das war jetzt knapp für die Deutsche. Und laut der ist wieder die Fliegenspritzerin. Kommt die noch durch? Oh, sie ist überbrückt. Wow, oh, fast ein guter Schuss. Gutes Schuss. Was war das jetzt? Und die... Oh, Wiley muss raus. Die Amerikaner drücken wieder auf Tempo. Neue frische Spieler. Neue frische Spieler, um wieder noch fit zu kommen. Aber die Deutschen spielen souverän das Spiel durch. Kommen, wie es aussieht, ins Halbfinale. Mal gucken, gegen wen sie jetzt spielen müssen, wenn es so weitergeht. Im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Frauenwelt meinte genau gesagt. Kessel, ach, hier hat. Und es spielt sich gut auch für die deutschen Nationalmannschaft. Der Amerikaner, die Fans von Amerika, die geben noch alles. Sie wissen, das Spiel ist noch nicht entschieden. Die Deutschen wissen es auch. Das hat man ja gesehen gegen die Engländer, die Deutschen alle, die haben nicht aufgegeben bis zur letzten Minute. Bis zur letzten Minute haben die Deutschen gekämpft. Und durch das sind sie ins Halbviertelfinale gekommen, durch so einen Kampf. Ah, Junge, das war gefault, das war... Boah, jetzt wird's auch. Ja, ist ja in Ordnung, meine Herren. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, nee, nicht schon wieder.
Die Freistöße kriege ich einfach nicht gebacken. Die Freistöße kriege ich einfach nicht gebacken. Jetzt wird es nochmal ein richtig spannendes Spiel. Für die Deutsche und die Amerikaner. Ah, da wollte ich in die Mitte flanken, aber das war... Wird es hier eine Verlängerung geben, oder was? Was ist jetzt? Kriegen wir Freistoß oder? Ja. Wir kriegen gute Chance. Aber ich schaffe eh nie gute Torschüsse. Ich schaffe es eh nie. Ah, da wollten wir was versuchen, die Deutsche. Oh Mann, oh Mann. Sieht nach Verlängerung langsam aus, Alter. Noch 10 Minuten noch. Auf regulär auf der Minute Spielzeit. Oh, Neuport. Ah, ich hätte schießen sollen. Ich hätte schießen sollen. Ah, das wollte ich nicht mehr, aber es gibt Verlängerung, wie es aussieht, Leute. Es wird Verlängerung wieder geben. Wenn Deutschland nicht wieder kurz vor Schluss ein Tor schießt. Ich hab doch nichts gemacht, Alter. Manchmal. Oh, jetzt mach ich schon Muss, Frau, du. Oh, die kann nicht mit dich am Arsch. Oh, Mann, die hätte das Spiel entscheiden können. Aber merkbar wahrscheinlich. Ja, Deutschland ist im Halbfinale, im Halbfinale. Im Halbfinale ist Deutschland doch noch hinkommen. Alter, das war so ein hartes Spiel. Die Amerikaner haben wirklich gutes Spiel gezeigt. Ja. Alter, die Amerikaner hätten verdient in die Verlängerung, Leute. Beide Teams hätten verdient.
Jetzt wird Zeit spielen. Und Deutschland gewinnt das Spiel und sind somit im Halbfinale der Fußball-WM. Mann, und die Kessler wird langsam zu unserem Goalgetterin. Alle, sau gut, Leute. Die deutschen Fans jubeln wieder ganz oben. Oh Mann, Marusha war fertig, alle waren fertig. Wir haben durchgespielt dann. Okay, und jetzt sagen wir mal, tun wir da durch. Oh Mann. Jetzt schauen wir mal, wer im Finale. Die Brasilianer sind durch, Frankreich ist durch und Schweden ist durch. Aha, okay, wir sind durch. Die Schweden. Gegen wen spielen wir jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Schweden, glaube ich. Gegen die Schweden im Halbfinale. Jetzt gucken wir aber mal die Tor. Schauen wir mal die Tor. Die Kessel hat 3 Tore geschossen. Gut, okay. Schauen wir uns den hier an, ohne Gegentor, U3-mal. Okay, aber das Halbfinale seht ihr erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Game. Tschüss, bis dann und Peachy.